Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Frauentour, einem Stadtrundgang, wo Winterthur ein bisschen aus der Perspektive der Frauen zeigt. Im grünen Haus hinter mir hat im 19. Jahrhundert Maria Susanna Kübler gelebt. Sie hat ein Buch geschrieben, «Das Hauswesen, ein Ratgeber für junge Frauen als Einstieg ins Ehe- und Familienleben». Fast ein bisschen ähnlich wie Mama-Blog heutzutage. Kommen Sie mit mir mit auf eine Führung und ich erzähle Ihnen noch mehr über Frau Kübler und ihr Buch. Obwohl Stimm- und Wahlrecht für Frauen auf eidgenössischer Ebene 1971 eingeführt worden ist, ist es in Winterthur noch ganze 3 Jahre länger gegangen, bis die ersten Frauen in den Gemeinderat eingezogen sind. 1974 sind die ersten 2 Frauen hier hinter mir im Rathaus im Gemeinderat eingezogen. Eine von ihnen war Sibylle Kindlimann, die dann 1984 auch die erste Gemeinderatspräsidentin von Winterthur geworden ist. Hier an der Fassade oben sehen wir den Herkules. Und genau an dem Ort ist Anfang des 20. Jahrhunderts vom Frauenverein das erste alkoholfreie Restaurant in Winterthur gegründet worden. Später hat Else Züblin die Idee aufgenommen, damit es alkoholfreie Soldatenstuben gegeben hat. So konnten die Soldaten können eben alkoholfrei ihre Freizeit verbringen. Wenn auch Sie mehr erfahren über die Geschichte von Winterthur aus Sicht der Frauen oder über die Frauen, dann kommen Sie doch mal mit mir mit. Ich zeige Ihnen gerne, wo die mutigen Winterthurerinnen gelebt und gewirkt haben.